Willkommen zurück zu Factorio. Ich habe das Spiel einfach mal, ich glaube, über eine Stunde laufen lassen. Und guckt mal, was passiert ist. Die Kernreaktoren sind wieder da. Da habe ich gedacht, Mensch, kann ich ja mal wieder die Aufnahme anschmeißen. Und das ist ja echt, das ist ja der Wahnsinn. Wir haben hier noch 3 drin, wir haben hier noch 5 drin, 4 drin. Unglaublich, das heißt, erstmal für begrenzte Zeit geht tatsächlich erstmal wieder alles. Oh, das ist so schön. Ich habe hier... Du bringst mir noch was. Ach, dann kriege ich jetzt auch den ganzen Tag über Solarpanels. Das ist doch schick. Die habe ich jetzt auch hier hingesetzt, wo ich die Bäume abgeholzt hatte, um an Strom zu kommen. Gedacht habe, wieso sollte ich jetzt so weit laufen, wenn ich die auch hier hinsetzen kann. Ja, gesagt, getan. Ja, aber ansonsten ist es natürlich immer noch ein elendiges Warten auf die Raketen. Aber hier Strom, das ist, ne, wenn die Atomkraftwerke laufen, dann ist alles gut. Aber es ist halt doch irgendwie sehr zufallsabhängig. Das ist ein bisschen schade. Der Korvarex-Anreicherungsprozess hat natürlich dann auch die Tücke, wenn er dann freigeschaltet ist, dass man erstmal 40 von diesen guten braucht. Und da muss man auch erstmal rankommen. Heißt aber auch, dass hier unten fleißig Kohle abgebaut wird. Ja, ein Traum, ein Traum. Dann habe ich noch eine zweite Sache ein bisschen geändert. Und zwar habe ich noch ein Radar rübergestellt, dass jetzt auch der Raketensilo in Betrieb ist. Hier war nämlich vorher ein Streifen kleiner und der ging genau über den Raketensilo drüber. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr. Wir sind jetzt auch schon bei 64%. Auch hier laufen die Fabriken jetzt ja wieder Tag und Nacht. Sollte man zumindest meinen, wenn denn hier mal Sachen angeliefert werden würden, tun sie jetzt auch. Kann sein, dass jetzt hier auch ganz viel durcheinander gelangt ist, weil natürlich alles nicht so arbeitet oder gearbeitet hat. Mal gucken, wie lange es noch so bleibt. Kupfererz, ja, könnte auch ein bisschen mehr sein, obwohl Kupferplatten sehen noch ganz gut aus. Hier die roten Schaltkreise. Da, das könnte mehr sein. Oh, das war bestimmt gerade knapp hier mit dem Zug. Was ist denn mit den roten? Was fehlt da? Kunststoff fehlt tatsächlich. Aha. Das ist ja mal was. Wieso fehlt Kunststoff? Das ist ja auch so ganz komisch. Haben wir zu wenig Kohle? Würde mich nicht wundern. Würde mich nicht wundern und es ist, die sind beide am Arbeiten. Das funktioniert, da müsste man dann eher noch eine Fabrik hinsetzen. Wahnsinn. Da müsste tatsächlich noch eine Fabrik hin. Aber dann haben wir hier natürlich auch wieder so ein bisschen das Ding mit der Kohle. Und hier, ja, so richtig voll ist das auch nicht. Die arbeiten aber auch richtig schnell. Zu wenig Kunststoff. Ja. Ist die Frage, setze ich jetzt noch eine hin? Wie sieht das eigentlich hier unten mit Öl aus? Sind wir da noch ganz gut? Oh, das wird auch weniger. Öl wird weniger tatsächlich. Und hier arbeiten jetzt beide. Das heißt, wir haben von beidem nichts mehr. Oh, Entschuldigung. Ach, Mann, ey. Ah, diese Fabrik ist zum Scheitern verurteilt. Ach, wieso jetzt ist... Nee, das Öl ist jetzt wieder da. Okay. Habe ich gleich falsch geguckt. Öl ist wieder da, aber hier haben wir halt auch zu wenig. Da müsste man jetzt im Grunde noch eine weitere Raffinerie ransetzen. Habe ich aber auch so gebaut, dass es schwer ist hier mit der Erweiterung. Höchstens hier. Hier könnte man tatsächlich noch einen, aber dann müsste ich... Ja, aber na, das hier loszuwerden, hier das Alkangas ist dann auch wieder so eine Sache. Ah, es ist insgesamt so ein bisschen... Bäh. Da ist man dann echt froh, wenn dann endlich die Rakete durch ist. Ja, Prozessoren sind jetzt weniger da. Die sind jetzt so ein bisschen das Problem wahrscheinlich, aber weil auch hier die roten Schaltkreise jetzt fehlen dafür. Ja,
Nee, da brauchen wir schon mehr Kunststoff. Na, da müssen wir das irgendwie machen. Irgendwie kriegen wir das hin. Wenn ich da hingelange. So, da gibt es noch was. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja, von denen müssen wir auch viel herstellen, von den Solarteilen. Wenn es das nächste Mal dann wieder ausfällt. Kunststoff. Ah, doch, hier irgendwo. Da war das. Muss ich hier auch schon so ein bisschen tricksen. Hier könnte man eigentlich noch einen hinsetzen. Brauchen wir den? Nö. Eine Chemiefabrik ist das. Habe ich sowas noch? Produktion, Chemiefabrik. Hier zumindest nicht. Ich kann ja mal anfordern. Eine. Da ist sie. Oh, war die schon immer so groß? Hier könnte man eine rantun. Und da haben wir Alkangas. Das ist doch... Aber der schließt dann da die Rohre an. Das will ich ja nicht. Ich nehme mal eben die Lampe weg. Dann müsste ich den tatsächlich hier hinsetzen. Das könnte ja trotzdem funktionieren. Hier müssen wir jetzt mal so ein unterirdisches Ding bauen. Ich habe sogar noch gelbes unterirdisches Ding dabei. Ist ja unglaublich. Den einmal weg. Dahin und die Rohre. So, so funktioniert das. Dann kommt jetzt der interessante Teil. Wir müssen hier nämlich Kohle ranschaffen. Und wir haben da so wenig von. Ja, wir haben so wenig Kohle. Egal, wir müssen den hier einmal teilen, würde ich sagen. Naja, ich habe hier noch die blauen. Und hier habe ich noch einen roten. Teile ich hier? Ja, wenn ich hier teile, komme ich halt auch nicht mehr weg. Das ist die Sache. Ist eine Chemiefabrik überhaupt das Richtige? Das ist eine Raffinerie. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ölraffinerie. Wie komme ich denn auf eine Ölraffinerie? Die brauche ich doch nicht. Ich tue das mal wieder weg. Ich brauche eine Chemiefabrik. Das hier sind Chemiefabriken. Ah, alles nicht so leicht. Alles nicht so leicht. Habe ich denn noch Chemiefabriken auf Lager? Kommt gleich einer. Bringt mir das. Sieht nicht so danach aus. Solarpanels kriege ich. Gut, dann baue ich mir eine. Ist ja auch schnell gemacht. So. Die kommt dahin. Das ist natürlich jetzt alles wesentlich einfacher und kleiner. Hätte man auch da oben hin tun können. Und wenn ich jetzt hier, wie gesagt, den Teiler mache, komme ich nicht so unbedingt dran vorbei. Das würde hier nur wieder alles komplizierter werden. Dann werde ich hier noch ein Abbaugerät hinsetzen und auch hier einmal teilen. So, bis da. Was habe ich da oben? Blaue Greifarme, alles blau. Blau, blau, blau. Was ich da noch haben? Habe ich nicht mehr. Doch, da. Zack. Und blau zum Entladen. Hier kommt einmal Strom hin. Und dann bringen wir das Ganze, ja, ich denke mal dahin. Wo ich dann noch das Abbaugerät hier hinsetzen will, weiß ich auch noch nicht so genau. Hier kommt dann auf jeden Fall so ein Teiler ran. Ja, super. Jetzt habe ich Kunststoffstangen dabei. Die will ich eigentlich nicht haben. Was macht der hier? Filterner Greifarm. Ach so, genau. Und du produzierst Kunststoff. Gut.
So, hier habe ich jetzt alles zugebaut. Hier kriege ich jetzt definitiv keinen ran. Oder? Nee. Da müssten wir den nochmal eben untertunneln. Ach, diese Rohre überall sind einfach fantastisch. Doch so rum, zack. Dann kann hier nämlich jetzt hoffentlich ein Abbaugerät hin. Ja. Aber was ist das Problem? Richtig, ich krieg hier das nicht weg. Das heißt, wir müssen hier das Wasser ein bisschen verlegen. Dass wir da nach da abhauen können. Oh, das ist kein Problem. Das kriegen wir hier hin. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo dieses Wasser überhaupt hin muss. Oder wo es hingeht, warum wir es haben. Wer weiß. So. Und jetzt läuft das Wasser wieder für... Ach, für unsere Dynamitfabrik. Na gut. Und genau, die Kohle geht da noch mit dran. Das ist jetzt eigentlich auch ein bisschen unfair, weil der da oben jetzt noch weniger Kohle kriegt. Ich frage mich, ob der dafür vielleicht reichen würde. Vielleicht reicht der ja. Der scheint jetzt ja auch nicht so schnell zu produzieren. Müssen wir mal gucken. Ah, nee, das reicht nicht. Einer reicht nicht. Mist. Da müssen wir das doch so machen. Und dann vielleicht tatsächlich hier irgendwo nochmal Kohle abzwacken. Hier unten ist ja das ganze Kohlefeld, wo ich ja intelligenterweise diese Dinger hingesetzt habe. Die ganzen Fabriken. Aber das funktioniert so nicht. Ich könnte die hier natürlich auch noch nach rechts setzen. Wo das Geräusch herkam, ich habe keine Ahnung. Ach, könnte Steam gewesen sein. Ah, das habe ich natürlich nicht auf lautlos. Aber da kriege ich ja auch so selten mal eine Nachricht. Hm. Tatsächlich. Steam. Ja, da habe ich mich natürlich nicht auf lautlos gesetzt. Ich kläre das mal eben. So. Ja. Wenn man da einmal angeschrieben wird, dann wollte ich doch mal kurz gucken, was da Sache ist. War jetzt aber auch nicht so wichtig. Lediglich, dass die automatische Zuweisungsfunktion von YouTube irgendwie ein bisschen komische Sachen macht. Wie ist ja gerne mal der Fall. So, ja, aber das hier rüberzubringen bringt ja auch nicht viel. Dann müsste... Eigentlich müssten wir den hier ein bisschen versetzen. Denn wir müssen ja da oben rankommen. So, der kommt weg. Da kommt dann jetzt... Wo ist denn meine Fabrik? Da. Gibt es hier sogar nochmal ein Upgrade. Die kann ich nach... da schieben... Das könnte funktioniert nicht. Der kommt dann ja nicht mehr ran. Der muss hier, ist ja auf. Ich stehe hier im Weg. Das war das Problem. Oh, das Spiel macht mich fertig. Nach da komme ich. So. Da muss ich nicht mal die Greifarme verschieben. Und dann kann ich jetzt den nehmen und den nach da verschieben. Außer halt, dass wir jetzt eine andere Fabrik haben. So, und jetzt kann ich hier, das will ich nicht haben, hier kann ich jetzt noch ein Abbaugerät hinsetzen. Jawohl, wenn ich denn nicht im Weg stehen würde. Zack. Perfekt. 23.000 Kohle. So, dann muss das jetzt aber noch irgendwie rüber.
Da komme ich nicht mehr ran mit Unterirdischen. Das heißt, wir müssen das hier unterirdisch machen. Aber auch das ist ja kein Ding. Hier ist auch noch alles voll mit Kohle. Das können wir dann später mal wegholen, wenn überhaupt noch. Und nach... andersrum. Das geht nach da, das geht nach da. Mhm. So, und dann wollen wir natürlich die Kohle hier auch abtransportieren. Zack. Perfekt. Sieht strommäßig aus. Noch haben wir genug Uran. Gutes Uran da. Achso, ja, und dadurch, dass hier jetzt genug ist... Ja, das ist gut. Der holt sich vor allem die hier vorne weg. Das ist doch traumhaft. Das gefällt mir richtig gut. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt dann hier ein bisschen besser rote Schaltkreise herstellen können. Ich will, dass das voller ist. Es ist voller. Jetzt sind wieder die grünen. Ja, einer von denen ist es halt immer. Der erste Kernreaktor funktioniert schon nicht mehr und auch hier ist gleich wieder Schicht im Schacht. Ja, jetzt konnten wir hier ein bisschen was machen und dann ist auch schon wieder vorbei. Ja, wenn wieder das Problem ist, dann werde ich natürlich wieder... Ach, hier sind jetzt wieder die Kupferdinger, das Ding, weil mir zu wenig Kupfer hier ankommt. Ja, wenn jetzt der Strom natürlich wieder ausfallen sollte, dann werde ich natürlich auch wieder offscreen das Ganze laufen lassen, weil in der Zeit einfach nichts passiert. Es ist halt leider so. Was soll ich groß machen? Und ja, ich denke mal, oh, guckt mal, wie viel es hier sind. Dann kann man eventuell, das ist ja dann auch, die nächste Folge ist dann ja sogar schon Folge 100. Diese Folge geht jetzt auch schon, naja, ich glaube eine Viertelstunde jetzt insgesamt, im kurzen Cut. Das ist auch noch nicht so wirklich lang. Aber wenn man dann so in Folge 100 vielleicht die Rakete starten kann, das wäre doch eigentlich dann ein sehr runder Abschluss. Aber wie gesagt, wenn jetzt der Strom wieder die großen Probleme veranstalten sollte, dann werde ich natürlich auch eher aufhören. Da hat genau gepasst. Perfekt. Hier passt keiner hin. Gehe ich wieder hoch, guck mal, so weit es halt geht. Der Baum muss weg. Und hier muss dann wieder Strom hin. Das passt dann aber auch wieder. Aber haargenau. Sehr gut. Zack. 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 Ach, da oben muss auch noch wieder einer hin. Alles klar. Ja, mehr habe ich nicht. Nee. Und da sind die Reaktoren wieder aus. 36 Megawatt kriegt man jetzt immerhin hier mit. Wir brauchen aber 63. Das heißt, im Grunde brauchen wir nochmal 600 von den Solarpanels, damit das einigermaßen läuft. Wenn man so bei 1200 ist, dann hat man zumindest den aktuellen Bedarf gedeckt. Aber das alleine reicht ja nicht. Man braucht dann ja immer noch genug Akkus, um auch die Nacht zu durchstehen. Die muss man am Tag natürlich dann auch noch mit der Leistung aufladen. Die schaufeln jetzt schon wieder dagegen an. Aber da haben die natürlich keine Chance. Die sind beide wieder aus. Naja. Der hat noch 146, da ist dann auch gleich Schluss. Der macht nur die? Wieso macht er denn nur die? Ach, von hier unten müsste, von hier unten müsste auch was kommen. Da kommt aber nichts aktuell. Ist denn mit dem Uranzug alles soweit in Ordnung? Ui. Zum Teil sind sie auch hier schon alle.
Aber manche haben auch noch gut was. Ja. Das geht noch. Ich habe eigentlich Hoffnung, dass ich jetzt keine Felder mehr anschließen muss. Aber dauert natürlich jetzt auch so ein bisschen, bis die hier voll sind. Aber so lange dauert das auch nicht mehr. Gut. Und die haben natürlich auch wenig abgebaut zwischendrin, weil da irgendwie so ein bisschen Strom fehlte. 19, 20. Hi. Gleich mal wieder hinsetzen. Tja. Ich würde sagen, dann werde ich die Aufnahme dann wieder einmal kurz pausieren und dann sehen wir uns wieder, wenn entweder die Atomreaktoren wieder laufen oder die Rakete fertig ist. Guck gleich nochmal, wie da der aktuelle Stand ist. Aber ich denke mal so, ja, weit, viel weiter als diese Dinger. Also vorhin werden wir noch nicht sein. Vorhin waren wir bei, weiß nicht, 64% oder so. Jetzt sind wir bei 69%. Dauert noch, dauert noch. Es scheitert halt an den Prozessoren. Die fehlen. Da kommt man. Ne, jetzt sind es die Geschwindigkeitsmodule, die fehlen. Da können wir was gegen machen. Gut, bald ist das sowieso egal, weil dann wieder kein Strom da ist, aber noch kann ich dann eine Fabrik hinsetzen. Noch geht das. Das ist ja verrückt. Sind die Geschwindigkeitsmodule nicht schnell genug? Hier eine habe ich noch. Mal so. Sogar noch gelbe Fließbänder hier. Ja, gut. Warum nicht? Machen wir das hier noch mit der alten Technologie und dann geht das hier auf die blauen drauf. Spannend. Kommt dann damit ran. Zack. Elektrizität ist immer noch da. Habe ich hier genug? Dann habe ich wahrscheinlich einiges noch an Dampf gespeichert. Ja, hier ist noch 13.000 Dampf. Ach, hier ist ja noch richtig Dampf drin. Haben noch richtig Dampf im Kessel hier. Die sind voll zum Teil. Ah, das ist dann das Schöne. Wenn man es nicht alles gleich direkt verbraucht, dann kann man sich sogar noch ein bisschen über Wasser halten. Cool. Hier vielleicht auch so viel, weil die hier auch noch so ein bisschen dagegen steuern. Das kann natürlich sein. Aber beide schon wieder aus. Ah. Elf, ja, es wird wieder weniger, es wird wieder weniger. Werden angegriffen. Laden wir aktuell sogar Akkus auf, sehe ich das richtig? Nee, 0 Watt. Jetzt brauchen wir sogar 80 Watt. Es geht aber runter. Es geht runter mit der Produktion. Seht ihr das? Die Produktion geht runter und dann ist gleich tatsächlich Ende im Gelände. Jetzt geht's runter. Jetzt ist der Dampf leer. Jetzt ist der Dampf leer. Außer hier. Gut, den Dampf können wir noch benutzen, wenn jetzt hier die Kohle leerer wird. Tja, und jetzt ist hier schon wieder alles aus. Die Glückssträhne schon wieder vorbei beim Uran. Echt faszinierend, dass das vorher wirklich die ganze Zeit ja wirklich lange funktioniert hat und jetzt wieder. Das ist spannend. Ja, 37. Obwohl, jetzt ist die Produktion wieder gut für die Gesamtleistung. Der Tank ist leer. Und wo kriegen die ihren Dampf her? Wo kriegt ihr euren Dampf?
Dampf her? Seid ihr hier noch irgendwie? Ne, die kriegen das doch eigentlich nur hier raus. Die sind noch heiß. Die sind noch heiß. Die kühlen auch nicht so schnell ab. Also ein bisschen Toleranz ist da. Der Dampf hier wird jetzt aber auch weniger. Natürlich, weil die jetzt auch nicht mehr so viel heizen können, weil jetzt wieder keine Kohle kommt. Tja. Auch Kunststoff staut sich jetzt sogar. Wir nochmal hier auf die Karte gucken. Was haben wir hier? 3,4 Millionen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Schon einiges aufgedeckt hier. Aber geht noch eine ganze Menge mehr. Ich schwank gerade wirklich zwischen hier weiter zeigen und nicht weiter zeigen. Stahl. Wieso haben wir denn jetzt so wenig Stahl hier auf dem Band? Das überrascht mich schon. Das hatte doch auch mal gepasst. Stahl hatte doch mal richtig gut gepasst. Aber jetzt keine Chance. Gut genug Eisen hätten wir ja, um es da noch ein bisschen hochzuleiten. Aber irgendwie denke ich mir dann auch wieder gerade wozu. 26 Solarpanels sind wieder da. Nee. Wird schwer mit großartig hier weiterbauen. Na, der war falsch gesetzt. Und wieder nach oben und dann hier ist dann aber auch gleich voll. Dann muss ich die woanders hinsetzen. Ja, also ich glaube noch mehr. Muss ich mal gucken, wo ich die hinsetze, wo ich die dann hin tue. Da brauchen wir keinen mehr. Hier ist noch ein bisschen, ja, vielleicht räume ich die Bäume hier noch weg. Der ist falsch. Der muss einen rüber. Okay, dann beende ich diese Folge. Ja, vielleicht noch nicht. 26 Minuten. Entweder die Folge beende ich und wir sehen uns in der nächsten Video. Oh, guck mal, da ist hier wieder die Kraftwerke wieder angegangen. 3 und 5. Dann machen wir weiter. Dann machen wir natürlich weiter. Ja, das ist ja ganz gut, dass wir den hier noch mit drin haben. Ich frage mich auch, wo der noch das Ganze herholt. Wahrscheinlich von hier unter den Fließband. Und hier ist vielleicht auch noch was. Man weiß es nicht. Doch hier drunter schon. Da stehen wir so ein bisschen was durch. Und hier könnte unter Umständen auch noch was sein. Geforscht wird hier auch gar nicht mehr, weil die gelben fehlen. Das ganze System hier bricht zusammen. Den gelben fehlt. Prozessoren, ja gut. Da klemmen wir uns da unten ja ein paar ab, aber die sind auch wichtig. Wieso kommen denn jetzt hier so wenig Geschwindigkeitsmodule bei rum? Prozessoren sind kein Problem, mit Geschwindigkeitsmodule, die werden hier sofort abgegriffen. Aber alle drei Fabriken arbeiten, das ist die Hauptsache. Hier sind 4 drin, holt die doch mal ab. Dankeschön. Ist wieder zuständig hier. Da, jetzt sind wir bei 73, jetzt geht es aber doch relativ flott. Jetzt geht es doch relativ flott. 73%. Yay, 27 Durchgänge noch. Das heißt, wir brauchen noch 270 Stück von jedem Teil.
Können wir die nächsten Dinger hier hinsetzen. So. Bam. Wieder was geschafft. Ja, jetzt ist Nacht. Jetzt brauche ich auch nicht gucken, was die produzieren. Ach ja. Könnt ihr überlegen, ob man nicht vielleicht diesen Dampf dann woanders hinleitet, aber... Aktuell funktioniert es ja so einigermaßen. 3 und 5 immer noch. Aber hier wird gesagt, dieser erste Durchlauf ist gleich vorbei. Was hatte ich hier gemacht? Geschwindigkeitsmodule. Man könnte natürlich auch Produktivitätsmodule reinsetzen. Dann hätte man von diesem hier mehr. Das mache ich mal. Ich glaube, das ist intelligenter. Hatten wir hier auf unserem Marktplatz doch. Das ist... Produktivitätsmodul, genau. Davon hätte ich gerne mal ein paar. Und dann kommen die hier hinein. Die nehmen wir mal raus. Und wo sind die Produktivitätsmodule? Da. So, dann immerhin. Achso, ich frage mich, was der dann rausgibt. Dann das, was in dem Moment kommt. Ach so, ja, wahrscheinlich das. Ja, man darf ja hoffen. Man darf ja wohl noch hoffen. Ich habe gesehen, ich habe hier noch 46 Uran dabei. Ich weiß gar nicht, warum. Genau, nehmt das mal weg. Nehmt das mal weg. Gut, jetzt ist die Folge sowieso voll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken ja nochmal eben auf den Raketenstand. 75. Ich denke, ich werde das ganz... dann machen wir vielleicht die nächste Folge. Vielleicht geht es dann ja schon so weit. Mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch erstmal noch ein bisschen laufen. Und dass dann Folge 100 dann tatsächlich... Ja, die letzte Folge Factorio wird, Schniff. Werden wir mal sehen, wie wir es machen. Wir sehen uns in Folge 100. Macht's gut.